Hallo, mein Name ist Tamara. Ich bin Künstlerin und banne tierische Kindheitserinnerungen auf Leinwand, denn viel zu schnell vergeht die Zeit, in der wir unsere Kinder und unsere Tiere miteinander erleben dürfen. Und ich halte sie fest, diese schönen Momente, und schaffe Erinnerungen für Menschen, denen das wichtig ist. Mehr über meine Kunst kannst du auf meiner Website erfahren, tamaratavella.com. So, weiter geht's mit der Farbskizze. Ich zoome gleich die Kamera. Das müsste so passen. Den Pinsel, den habe ich hier drüben liegen. Okay. Ich habe schon ein bisschen weiter gemacht, also am Hund zumindest. Und habe mir jetzt schon Gedanken gemacht, wie es jetzt weitergehen soll mit der Farbigkeit. Und ich denke, ich werde hier so ein eher so ein Weißton verwenden. Also nicht total weiß, sondern mit so ein paar Abstufungen, vielleicht Violetttöne oder Rosatöne, ich weiß jetzt noch nicht ganz genau. Und hier dachte ich an ein helles Grün. Aber jetzt schauen wir mal. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich die Dunkelheiten von dem Weiß gestalte. Ob es eher Richtung Blau gehen soll oder Richtung Grün. Beziehungsweise Blau habe ich ja nicht in meiner Farbauswahl. Aber Violett hätte ich. Wobei Violett ja schon im Hund vorkommt. Ich weiß nicht, ob das dann dieses Grün wäre vielleicht nicht schlecht. Sie ist schon so ein bisschen bläuliches Grün. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es noch nicht genau. Oder ich verwende eher so einen Gelbton. Das wäre auch nicht so schlecht. Obwohl ich hier schon recht gelb bin, also das geht schon Richtung Gelb. Oder ich gehe doch Richtung Rosa. Du siehst, ich muss auch jetzt überlegen. Wobei Rosa, ich weiß nicht. Ich hätte
hätte Rosa lieber so als Akzent. Also hier zum Beispiel an dem Gürtel. Und hier. Also an dem Kleidchen hier. Hier im Kragen vielleicht. Eher Richtung Weiß. Vielleicht die Dunkelheiten. Es ist auch Richtung Grün, halt Richtung Grau. Damit es nicht zu bunt wird. Das finde ich fast besser. Finde ich fast besser so mit diesem mit Grautönen. Und hier würde ich wirklich noch mal so ein helles Grün verwenden. Also so mehr so ein Mintgrün. Vielleicht. Der Fuß sieht jetzt etwas klobig aus, aber es macht jetzt nichts. Bin ich ganz überzeugt von dem Grün. Es wird mir fast zu bunt. Ob ich das noch mal wegwischen kann. Das ist schon eingetrocknet, okay. Muss ich überlegen. Das wäre schon ein schöner Kontrast irgendwie, das Grün mit dem Violett. Das wird mir jetzt irgendwie zu bunt. Es muss auf jeden Fall eine helle Farbe sein, damit es sich hier gut abgrenzt, oder so eine Mittelfarbe. So ein Mittelton, also nicht zu hell, nicht zu dunkel oder total hell, das wird auch gehen. Wenn wir ein ganz helles Rosa verwenden, das kann ich jetzt nicht mehr so gut, ja, so gut deckend drüber malen. Muss ich vielleicht ein bisschen mehr Weiß dazu mischen. Aber da wirkt es halt ein bisschen mehr wie Hautfarbe. Oder wir machen das Kind gleich barfuß. Das wäre auch nicht schlecht. Nochmal den Hautton hier zu verwenden. Was sagst du? Schreib mir gerne mal in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Oder wir bleiben bei diesem Grau.
Das wäre auch eine Möglichkeit. Grau-grün vielleicht. Wäre nicht so schlecht. Und hier habe ich noch diese Wand, die ich ja auch hier andeute, also diesen Heizkörper, eigentlich Heizkörper. Aber den möchte ich auch hier andeuten, damit man die Perspektive, damit wir die Perspektive etwas verstärken. Wie das dann wirkt, muss ich dann im Kunstwerk schauen. Also ich dachte mir eben, dass das vielleicht nicht so schlecht wäre. Obwohl. Dieses Blaugrau hier. Jetzt ist der Fuß sehr klobig geworden, weil ich zu wenig darauf geachtet habe, den Pinsel einfach zu flach aufgesetzt habe. Aber das ist nicht mal schlecht. Ich glaube, ich lasse die Farbskizze jetzt mal so. Und ich werde die jetzt mal so der Kundin schicken. Und mal schauen, wie es ihr gefallen würde. Und ansonsten kann ich ja noch eine zweite machen. Vielleicht in anderen Farbtönen. Aber das finde ich nicht mal so schlecht. Hier könnte ich immer noch schauen, dann im Malprozess, ob sich eine andere Farbigkeit ergeben würde. Aber dieses Graublau, das finde ich eigentlich ganz schön. Das passt sehr gut. Ja, ich glaube, ich belasse es jetzt mal so. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen. Tschüss!